So, und da sind wir wieder. Wir haben uns im ersten, letzten Part mal so ein bisschen hier umgeguckt, weil es jetzt Neues in der Mod gibt. Und jetzt sind wir hier in der Enclave. Und gehen jetzt mal raus in die Wildnis und haben mal ein paar Monster kaputt. Auf Ome. Go, go, go. Also wir haben zwei Quests. Das eine ist der Hauptquest, das andere ist ein Seitending. Was lachst du? Seitending. Du denkst bei Ding immer auch gleich was Schmutziges. Haha, Skelette kaputt, damit der Liederjan Skelette erschaffen kann. Ich hab auch schon Skelette. Ja, weil meine sind ja gute Skelette, keine bösen Skelette. Ist ja auch ein Unterschied. Die haben ja schon einen danke. So, hier ist es eben Yamin. Hat die auch keinen BH an? Nee, hat sie nicht. Die hat nur zwei Hosenträger. The Scroll of Anum Irek. You must be the human, bla bla bla. Hier war auch noch ein Lied. Ja, Sekunde. Corrupted Grip, Scroll of Armor, bla bla bla. Achso, das ist das Ding, wo man dieses Dingsbums kaputt machen muss, ne? War das von dir jetzt gerade der? Ach nee, das war Hellfire. Hier oben schon. War noch ein Gegner. Ja. Hier. Ah ja, okay. Das ist wieder einen ganzen Spaß für dich gehabt. Sollen wir hier in die Crypt reingehen? Gerne. Ja, hier, das war ja die eine Quest, wo du hier die eine Fantasy-Sache machen musstest. Genau, wo du den riesen Dingsbums besiegen, um dann dieses eine Trinket zu bekommen, was man aus dem Dungeon holen muss, um den Quest genau zu das, schaffen. Ja. Ne? Das, was jeder aus seinem alltäglichen Leben kennt. Zumindest was Fantasy-RPGs angeht. Es ist spät. Ich mag Fantasy auch sehr gerne. Ja, ich auch. Ah, hast du gesehen? Dort war Hellfire ja gerade. Ne, hab ich nicht. Dieser rote Regen da. Ah, okay. Pass auf, wenn ich treffe, kann es sein, dass das gecastet wird. Aber war jetzt nicht. Ich kann mich an diesen Dungeon gar nicht erinnern. Hier ist ein Skelettel-Schambler mit so einem komischen Dingsbums. Ach, du bist gar nicht neben mir. Das Nein, ist mein Pet. Ja, ich war auch schon mehrfach verwirrt. Vor allem, da ich jetzt noch diese Viecher beschwöre, ist das Ganze noch voller. Oh, das sieht ja geil aus. Barbed haben die, okay. Wahrscheinlich einfach so Dornen um sich rum. Siehst du diese Feuerrüstung, die ich habe? Ja. Cool. Was ist das jetzt? Das ist Feuerrüstung. Ah. Okay, die Zombies heißen Elite-Zombie. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser als, also ein bisschen schlechter als Champion, aber ein bisschen besser als normale, vermute ich mal. Wahrscheinlich so wie die Champions bei Diablo 2, oder? Möglich. Spiny. Alle tot? Jupp, hier oben waren wir schon. Tot. Unidentified Chest haben wir, das nehmen wir nochmal mit. Pew! Pew! Komm, gib mir ein Level up. Level up? So, da haben wir es doch. Machen wir gleichzeitig? Ja.
So, dann lass mich doch mal gleich, wenn hier die Dinger mal weg sind, bleib dann mal bitte kurz stehen. So. Dann mache ich doch jetzt mal den hier. Und einmal Mana Missile. So, dann habe ich nämlich hier eine Mana Missile. Ach, ich glaube, meine Skelette haben Gegner angelockt. Ich denke schon, ist ja okay. Bist du soweit schon? Ja, ja. Okay. Ich habe jetzt einen anderen Skill, der so aussieht. Piu! Und der generiert halt auch Hellfire. Wenn, mit 10%iger Wahrscheinlichkeit. Ja. Muss ich denn... Nee. Ich hatte mich gefragt, ob ich die Skelette mal neu zaubern muss, aber ich glaube nicht. Ich werde bleiben einfach. Ballaton. Schön ist so, Consumables jetzt auch eine andere Farbe haben. Ja. Oh, hier sind ganz viele Spirits, die genauso aussehen wie mein Spirit. Hm. Ach, jetzt ist noch die Phase, wo man noch Heiltränke nimmt und so. Ich habe auch gegen Ende noch Heiltränke genommen. Ja, du warst auch Tank. Ich weiß. Da war Hellfire, hast du gesehen? Mhm, hab ich gesehen. Poison Cutter. Ein giftiges Schneidemesser. Ah, ich habe irgendein Spell gefunden. Cool. Haste 1. Ich glaube, Haste haben sie ordentlich genervt in der Mod. Ja? Ich glaube, die haben die Duration halbiert, dass du nicht mehr 100% Uptime haben kannst und so. Okay. Aber es war doch so schon immer recht kurz, fand ich. Jo, du konntest es dann halt nochmal casten. Ja. So, was macht diese Feuerrüstung jetzt nochmal? Generates Hellfire each cast. Und sonst nichts mehr, okay. Und halt Damage Reflection. Great Club, großartige Disco. Ist gut für die Feuerrüstung. Ah, oh, jetzt verstehe ich das. Oh. Der hat ein bisschen gedauert. Sollen wir den Fallen Guardian umhauen? Jawohl. Sehr gut. Du erinnerst dich an diesen Dungeon nicht? Das ist dieses fette Skelett hier, der Fallen Guardian. Ja, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, da bin ich beim Berserker auf Elite immer umgekommen. Glaube ich. Hey. War der erste Teil? Nö. Naja, Dungeons vergisst man auch schnell mal. Also woran ich mich erinnern kann, ist das Piratenschiff. Ja. Weil er auch One-Eyed Willy ist. Hm. Gesandral.
Hält ganz gut was aus, oder haben die irgendwie auch gebufft? Also nicht. Finde ich zumindest gerade. Ich habe zumindest das Gefühl, dass wir am Anfang leichter durch die ersten paar Gegner durchgegangen sind, oder? Aber hatte ich auch vorhin gesagt, dass es irgendwo stand, dass es generell erhöht wurde. Schwierigkeit. Ist ja auch nichts Schlechtes. Nö. Also viele Champions, ne? Ja, finde ich auch. Oh, da ist ja vorhin Guardian schon. Oh, gut. Ist ja schön, wenn ich jetzt alles respecten kann, dann kann ich ja auch ruhig erstmal was verskillen. Mhm, das stimmt. Ich glaube, ich bin tatsächlich Melee, weil dann macht diese Feuerrüstung auch wesentlich mehr Sinn, ne? Ich weiß ja nicht, ob es da vielleicht auch verschiedene Skillungen gibt. Boom. Sind eigentlich Achievements deaktiviert, wenn man eine Mod benutzt? Boah, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich. Ich meine, wichtig ist es nicht, aber... Irgendwie einfach. Weil in den meisten Spielen ist es so, glaube ich. Nochmal einen anderen Gang lang, bevor wir rauf hochgehen. Ah, der hat jetzt bei dir auch keinen Unique gedroppt, oder? Unique nicht, nee, ich glaube ein Rare hat er gedroppt. Ach stimmt, machen diese... lass mich mal gerade gucken, was das hier macht. Soulseeker, you can join is a N Aetherian Shade, bitte. To watch over you, increasing your life total. Enemy has been killed. Das klingt auch gut. Fractured Reality. Your mana burns the very fabric of the nether, teleporting yourself to a new location. Das ist quasi ein Teleport, nehme ich mal an. Summon Werewolf ist relativ klar. Das macht Mana Burn. Every time a monster strikes you, your stored mana has a chance to strike back. Aha. Da rufst du einen Vampir bei, oder? Mit Summon Werewolf? Ja, genau das. Okay. Ich versuche nur Sachen zu finden, die Hellfire generieren. Aber ich denke, ich bin tatsächlich Melee. Das ist komisch, aber... Nicht das, was du wolltest? Nö, das ist schon okay. Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. So, das ist jetzt... Huch! Jo! Und jetzt hier rüber? Okay. Also das generiert schon mal zwei Hellfire und zwei Nether Void, das ist schon mal gut. So, hoch. Ja, ich will auch noch, wenn wir jetzt die Sachen ausprobieren können, dann will ich auch noch gucken. Ja. Ich hole mir hier schon mal die Belohnung ab, wa?
Mach das. Your fame has increased. Hui! So eine Ecke besser. Belohnung hier. Ist aber eine Ecke besser, die Belohnung. Ja, bei mir war es gar nicht so toll. Ich mache 80 Damage gerade und das Stats, den ich jetzt kriege, mache 141. Oh. Kann ich noch nicht tragen, brauche ich noch ein Level für, aber. Shit. Und ich habe ins falsche Attribut gepackt. Na egal. Vitality kann ich bestimmt auch gebrauchen. Ich hab doch gerade einen Dog-Tag gekriegt, oder? Achso, ich hab hier. Das Inventar ist größer. Echt? Ja. Ist noch eine Chest? Sekunde, bitte. Ja, ja. So. Okay. Welches Inventar ist größer? Dein Inventar. Du hast unten so einen Slider. Oder so Buttons, mit denen du weiterschalten kannst. Tatsache. Gut, dass du das sagst. Ja, ne? Okay. Okay, das ist auch ein Melee-Angriff anscheinend. Was ist das denn hier? Das ist irgend so ein Totem, ne? Hui! Ich denke, dann werde ich mir irgendwie so eine schnelle Melee-Waffe besorgen. Irgendwie so klauen oder sowas. Mhm. Besorgen oder klauen? Und dann, wie war das? Halt mal hier so, den setze ich mir mal da. Gegner? Auf. Das ist ein Stun. Ja, ich glaube, das strikt auch mit der Waffengeschwindigkeit. Weil wenn ich mit jedem Cast dann Hellfire generiere, nicht? Scheint mir ganz sinnig. Und dann werde ich ein bisschen in Vitality auch investieren. Vielleicht so 3 zu 2 oder so. Entschuldigung, dass ich jetzt hier schon darüber sinniere, wie ich meinen Charakter bilde, aber ich mag sowas gerne. Macht da nichts. Was machst du da? Knochenspeer? Bone Needles. Weil man konnte es ja nicht Bone Spear nennen. Also bitte. Bin doch eindeutig. Wir kopieren doch nicht Diablo. Nein. Na gut, ich finde, Mod darf das ja ruhig machen. Ja, klar. Hier vorne nochmal. Mal hier Fire Shield. Das bums, bum, 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 bum. Sekunde mal gerade. Ich probiere nochmal den Soul Seeker aus. Wo ist er? Da. So, Nummer 6. Lass mal nach Norden nochmal einmal gehen. Ah ja, jetzt krieg ich plus 100 Health. Ich bin tatsächlich ziemlich tanky, glaube ich. Das wundert mich, aber. Kommst du mal zu mir? Okay. Achso, du bist gar nicht da. Jetzt habe ich dich wieder mit meinem Pet verwechselt. Entschuldige, hier ist gerade Beef. Oh ja. Besser. Also die Knochennadeln machen auf jeden Fall ganz gut Schaden. Cool. Das
war ja bei Diablo 2 auch so, ne, dass der Knochenspeer irgendwie so einer der besten Spells von dem Kerl war. Den hab ich glaube ich nie verwendet. Ich habe immer einen Golem benutzt. Und ja, gut, dann ich, gab ja auch verschiedene Builds dafür. Ne? Also ich habe auch den. Sein Elite Tomb Fiend. Was macht der denn? Das ist einfach so, nur so ein bisschen besser als die anderen normalen. Ja. Also Necromancer war auch mein erster Charakter bei Diablo. Da habe ich deswegen glaube ich auch völlig verskillt. Aber das ist ja normal und das okay. Das ist normal für den ersten Charakter. Ich hatte am Ende total Kadaverexplosion mit dem geskillt. Ah, okay, ja, das. Der Spell hat einfach verdammt viel Spaß gemacht, weil du einfach größere, also du hast damit alles umgehauen. Weil es halt so eine Kettenreaktion war. Du hast einen Gegner umgehauen, dann das gecastet, hast der nächste umgekippt und hast es einfach so gemacht, bis du keinen Mana mehr hattest. Und dann, ich glaube Blutgolem hatte ich. Der hat dich ja dann geheilt mit jedem Treffer oder so. Ich glaube, Knochenspeer war so eine der gängigsten Sachen später. Aber ich habe es ja nie wirklich online gespielt, Diablo. Halt auch wenig gemacht. Singleplayer habe ich immer Sorg gespielt. Die fand ich total super. Ja, die hat auch Spaß gemacht. Und ich meine, online hatte ich immer eine Doppelclown-Assassine. Assassine war auch total Spaß. Die war super, die war so schön schnell. Und ja, aber nun spielen wir Torchlight 2. Ein völlig anderes Spiel. Vollkommen. Das hat so nichts mit Diablo zu tun. Ja, zwei Erbsen in einer Schote. Ne, genau das Gegenteil. Zwei Erbsen in verschiedenen Schoten. Axmoruk. Äpfel und Birnen. Könnte man meinen. Aber alles noch aus einer Schote auch. Wo ist denn hier der Gegner? Ach, da. Ist kaputt jetzt. Der Chief verloren. Wann kann ich mein gutes Zeug machen? Ich möchte hier Meteor Strike. 10. Riecht aber zumindest bisher sehr. Gesundheitssagen. Schönen Glückwunsch. Bisher sehr, sehr polished, muss ich sagen. Für eine Mod. Ja. Ist aber auch, glaube ich, die größte für Torchlight. Ne? Grunheim, ja. Ich habe den den Alchemist Penis in meinem Loading Screen. Den Alchemist Penis? Ja. Okay. Ich habe noch nicht die neuen Loading Screens gesehen, die es angeblich geben soll. Ja, ich habe auch noch keine gesehen. Hier, new loading screens have been added to the mod to showcase in-game armor and weapons. Weil die haben ja auch neue Legendaries und so eingebaut. Mhm. Das wäre gut für den Zweck dieses Recordings, wenn du das nicht tun würdest. Oh, sorry, ich wusste nicht, dass das so laut war.